Herzlich willkommen. Heute erfahrt ihr etwas über die Radialbeschleunigung. Bevor wir darauf näher eingehen, gehen wir noch kurz einmal auf das Sekundenzeigerbeispiel aus dem Wiki ein. Wir wollen wissen, welche Strecke dieser Zeiger in einem Zeitschritt zurücklegt. Hierbei ist die Länge des Zeigers vorgegeben. Diese beträgt 20 mm. Wie groß ist der Winkel zwischen diesen beiden Zeigern nun? In einer Minute tickt unser blauer Sekundenzeiger 60 Mal, bis er seine Ursprungslage erreicht hat. Wenn also eine volle Umdrehung 360 Grad sind, dann beträgt dieser Winkel hier 6 Grad. Im nächsten Schritt rechnen wir den ermittelten Winkel in das Bogenmaß um. In welchem Verhältnis steht nun der ermittelte Winkel zu einer vollen Kreisumdrehung? Teilen wir die beiden Werte miteinander, so erhalten wir die periodische Zahl 0,01666666. Wir haben nun das Verhältnis zweier Gradzahlen zueinander bestimmt. Und diese Zahl multiplizieren wir mit dem Wert für eine volle Kreisumdrehung im Bogenmaß. Was sagt uns diese Zahl 0,0147 nun aus? Ganz einfach. Diese Zahl sind die 6 Grad im Bogenmaß. Wie errechnen wir nun die zurückgelegte Wegstrecke des Sekundenzeigers? Dazu bedienen wir uns folgender Formel. Wir wissen, 4 ist dieser komische Ausdruck, 0,1047. Und der Radius sind die vorgegebenen 20 mm. Die zurückgelegte Wegstrecke beträgt gerundet 2 mm. Beschäftigen wir uns nun mit dem Kernpunkt dieses Videos. Man nehme einen Körper, der sich entlang einer Kreisbahn bewegt. Bei der Tour de France ist dies zum Beispiel der Fall. Beim Kurvenfahren wirkt die Zentrifugalkraft. Des Weiteren wirkt die Gravitationskraft auf den Radfahrer. Wie erhält der Radfahrer nun seine Kurveninnenlage, wenn lediglich die Zentrifugalkraft, sprich die Fliehkraft, und die Gewichtskraft auf ihn wirken? Dafür verantwortlich ist neben einer geschickten Gewichtsverlagerung auch die Zentripetalkraft. Nehmen wir unsere Motorradfahrer nun genauer unter die Lupe. Wir haben einmal die Gewichtskraft, die am Körperschwerpunkt angreift, und wir haben die Reibungskraft, die verhindert, dass der Reifen wegrutscht. In diesem Fall ist die Zentripetalkraft kleiner gleich der Reibungskraft. Neben der Reibungs-, Gewichts- und Zentripetalkraft gibt es selbstverständlich die Zentrifugalkraft, die den Radfahrer aus der Kurve schmeißen will. Um ein anderes Beispiel zu nennen, mit der Zentripetalkraft ist diejenige Kraft gemeint, die ein Diskuswerfer ab der einbeinigen Startphase bis zur Wurfauslage aufbringen muss, damit ihm der Diskus nicht aus der Hand fällt. Aus der Vogelperspektive sehe das wie folgt aus. Im Kreismittelpunkt steht unser überglücklicher Diskuswerfer mit ausgestrecktem Arm und einer blauen Diskusscheibe in der Hand. Dreht sich der Diskuswerfer nun um seine Körperlängsachse, so ändert sich die Position der Diskusscheibe. Lässt der Werfer die Scheibe nun los, so würde die Scheibe getrost in diese Richtung weiterfliegen. Die Geschwindigkeit, die die Diskusscheibe ab diesem Punkt erfährt, nennt man Tangentialgeschwindigkeit. Wir sehen, dass sich die Richtung des Tangentialgeschwindigkeitsvektors von Zeitschritt zu Zeitschritt ändert. Da wir es mit Vektoren zu tun haben, können wir diese beliebig verschieben, jedoch nicht rotieren. Verschieben wir doch nun den schwarzen durchgezogenen Vektor ein kleines Stückchen nach oben. Solange er seine Richtung nicht ändert und seine Länge beibehält, ist das legitim. Ich hoffe, ihr könnt euch an die Strahlensätze aus der Schulzeit noch ein bisschen erinnern. Diese ermöglichen uns, folgende Gleichung aufzustellen. Die Richtungsänderung der beiden Tangentialgeschwindigkeitsvektoren dividiert durch die Länge des Tangentialgeschwindigkeitsvektors ist gleich die Richtungsänderung der Radien dividiert durch die Länge des Radius. Diese Formel wollen wir nun ein wenig umstellen. Wir bringen das V, sprich die Tangentialgeschwindigkeit, auf die andere Seite. Folgender Ausdruck ergibt sich daraus. Leiten wir beide Seiten dieser Gleichung nun nach der Zeit ab, so erhalten wir endlich unsere Radialbeschleunigung. Wie wir aus dem KIN-1-Modul wissen, ergibt die Geschwindigkeit abgeleitet nach der Zeit die Beschleunigung. Und der Weg abgeleitet nach der Zeit ergibt die Geschwindigkeit. Fassen wir diesen Ausdruck nun ein bisschen zusammen, so ergibt sich für die Radialbeschleunigung folgender Term. Wir sehen, diese Radialbeschleunigung ist zum einen abhängig von der Tangentialgeschwindigkeit, und zwar zum Quadrat. Lüften wir auch nochmal schnell das Geheimnis nach der Tangentialgeschwindigkeit. Die Formel dafür lautet, V ist gleich die Winkelgeschwindigkeit Omega mal den Ortsvektor. Wir kennen den Vektor V sowie den Ortsvektor R. Wo finden wir denn nun den Vektor für die Winkelgeschwindigkeit? Um diesen zu erkennen, soll folgende Grafik weiterhelfen. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor befindet sich genau im Mittelpunkt und ragt aus dem Bildschirm heraus. Da die drei Vektoren senkrecht zueinander stehen, können wir uns die Vektorpfeile oben drüber sparen. Was ist nun wichtig zu wissen? Die Tangentialgeschwindigkeit hängt vom Radius ab.
Der hellblaue Punkt dreht sich also mit einer viel größeren Geschwindigkeit als der grüne Punkt. Die Winkelgeschwindigkeit jedoch bleibt dieselbe, da innerhalb eines Zeitschrittes der gleiche Winkel zurückgelegt wird. Nach einer ganzen Umdrehung haben beide Punkte den Winkel von 360 Grad erreicht. Liebe Kommilitonen, danke fürs Zuschauen.